Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, der mittlerweile schon 80. Folge, Leute. Also, es geht langsam auf die 100 zu und ich denke, wir könnten das auch schaffen, dass wir 100 Folgen hier voll machen. Wir müssen ja noch einiges erledigen. So, ich habe gedacht, dass wir heute uns noch den letzten Kampf in der Arena anschauen und dann hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Ich weiß ja nicht, ob es dann danach weitergeht oder halt nicht. Und nach der Arena würde ich gerne mal schauen, ob wir die Medusa-Quest vielleicht noch abschließen können. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal den letzten Kampf in der Arena an. Wähle deinen Gegner. Oho. Pesitis, der Kriegssuchende. Vasilis. Da ist noch ein Söldner drin, ne? Okay, Vasilis hat seinen letzten Gegner verschlungen. Söldner brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Weil wir ja schon Stufe 1 sind im Söldnerrang. Oh, da ist eine Grube. Ah, sind mehrere Wellen wieder. Ah!
Kein Problem. War aber jetzt kein Kultist oder so, oder? Jo, ging nur ganz gut, würde ich sagen. Meinen Glückwunsch, Söldnerin. Du hast alles bestätigt, was Meon und ich in dir sahen. Du bist zu Großem bestimmt. Danke. Ich bin hier fertig. Ich gehe. Das Leben vor den Arena-Toren ist nicht das Richtige für mich. Ich muss weiterziehen. Okay. Ich verstehe, mein Freund. Freund? Nicht alter Mann? Nicht alter Mann. Freund. Oh, bevor ich gehe. Ich habe einen letzten Kampf arrangiert. Gegen den besten Arena-Kämpfer der griechischen Welt. Es wird nicht einfach. Andererseits ist es in der Arena nie einfach. Bist du interessiert? Ich mache es. Klar machen wir das. Ja, wie kommen wir jetzt da rein? Wir gehen hier nochmal. Wir speichern nochmal schnell. Ich muss mit. Eklig. Bist du auf einen Kampf in der Arena aus? Das haben wir doch schon. Ich gehe. Ist mir gleich. Den letzten Kampf hat er gesagt. Ich muss mich noch um einiges kümmern. Müssen wir nochmal die Quest schauen? Die haben wir doch schon alle besiegt. Einen letzten Kampf. Der weiße Krieger. Nee, das war das nicht. Wie heißt denn er hier überhaupt? Willst du kämpfen? Mysteriöser Gegner, machen wir das mal. Ich kämpfe gegen den geheimnisvollen Gegner in der Arena. Skura sagte, selbst die Götter würden für den hier jubeln. Ja, dann habe ich doch schon König der Banditen und sowas.
Sakura? Sieh dir das an, Söldnerin. Spüre es. Alles, was ich je war, mündet in diesem Moment. Der Krieg. Meine Zeit in der Arena. Meine Tochter Anea. Und du. Du, Söldnerin. Denk nochmal darüber nach. Du weißt ja nicht, was du tust. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Du wirst gegen mich kämpfen müssen, Söldnerin. Ich zögere nicht, dich zu töten, wenn du mich lässt. Na schön, alter Mann. Ich schicke dich ins nächste Leben. Ich bitte darum. Schlecht für einen alten Mann. Was hast du dir gedacht? Warum trittst du hier gegen mich an? Was ist mit Anea, deiner Tochter? Anea ist tot. Sie ist seit 9 Jahren tot. Und als du sagtest, du wirst sie wiedersehen? Ich hatte Angst, dass sie sehen würde, was aus mir geworden ist. Ein nutzloser alter Mann, doch du hast mir einen Weg aufgezeigt, wie ich ihr Stolz gegenübertreten kann. Als Held der Arena. Glaubst du, sie wäre stolz? Sie wäre stolz. Ich wäre es. Ich erzähle ihr von der neuen Heldin in der Arena, einer ehrbaren Kämpferin. Ich danke dir. Freundin. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die anderen auch nochmal machen müssen. Friedlich, nicht wahr? Das ist es, worauf wir alle hoffen. Frieden und Respekt. Wie verdient man sich das? Frieden und Respekt. Wenn wir tot sind, müssen unsere Taten für uns sprechen. Sie definieren uns und unser Vermächtnis. Was zählt ist, wie man sich an uns erinnert. Wie wirst du dich an Skura erinnern? Ich erinnere mich an ihn so, wie er war. Ein Held der Arena. Und ein Freund. Das Publikum gibt niemals Ruhe. Willst du mit mir zur Arena zurückkehren? Gehen wir. Schauen wir mal, was da noch... Weiß nicht, ob wir die jetzt alle nochmal machen müssen? Ich glaube, ich habe die schon gemacht, nur auf niedriger Stufe halt. Weiß nicht, ob man die Arena im Endeffekt komplett abschließen kann oder ob halt nach dem Beenden von allen Gegnern ob da dann wieder einfach neu gespawnt werden. Keine Ahnung.
das? Wie ist die Puto? Willst du kämpfen? Es wäre cool, wenn wir jetzt immer gleich gegen die kämpfen würden und nicht hier immer ewige lange Wellen haben. Hier 4-5 Wellen ist auch scheiße. Zögert doch das ganze Bus hier raus. Sind wieder Wellen. Okay. Gibt es vielleicht ein Rüstungsset hier? Eklig. Bist du auf einen Kampf in der Arena aus? Sonst bin ich ja nie hier. Wir schauen mal, wie weit wir kommen, Leute. Ihr, die ihr euer Leben riskieren werdet, das Publikum grüßt euch! Los geht's. Ah!
Jubeli! Gibt halt richtig gut EP, muss ich sagen. Und wir haben bald Stufe 52. Ja, ich glaube, mit der Schlangenhaarigen wird es erst nächste Folge was. Ich glaube, ich ziehe das jetzt hier durch. Eklig. Bist du auf einen Kampf in der Arena aus? War schon ein bisschen anspruchsvoller. Jugendkämpferstiefel. Level 52, Leute. Und ich glaube, es sind jetzt noch drei Kämpfe. Eklig. Bist du auf einen Kampf? Felsen von Athen. Na komm.
Merkt schon, wird schon ein bisschen knackiger jetzt. Ah!
Haben wir Besatzungsskin für unser Schiff? Schauen wir uns so gerne mal an. Ah, da haben wir schon. Ich bräuchte eigentlich ein anderes. Schaut aber bestimmt auch cool aus. Hier können wir leider nichts mehr machen. Wir brauchen Holz, Leute. Holz, Holz, Holz. Eklig. Bist du auf... Valis, der König... Valis, der König der Arena. Lauf ich denn hin?
Schluss. Sehr schön. Haben wir noch einen Kampf? Dann müsste das ganze Gold nur vorbei sein. Schauen wir mal. Wir haben jetzt eine neue Rüstung bekommen. Die wollte ich mir mal anschauen. Die schaut gar nicht schlecht aus. Das war das Arena-Kämpfers. Oh, ist aber schlechter wie unsere. Warum ist die so schlecht? Mal schauen, wie die aussieht im Kompletten. Ja, weil bei der anderen halt noch Gravuren drauf haben. Eklig. Bist du auf einen Kampf in der Arena aus? Schauen wir uns den hier mal an. Okay, damit wäre es abgeschlossen. Schauen wir nochmal, was jetzt passiert. Arena ist eigentlich abgeschlossen. Außer jetzt kommen jetzt wieder neue Kämpfer.
Ja, dann schon wieder neue Kämpfe, oder? Eklig. Bist du auf einen Kampf? Ist doch nichts mehr. Was soll ich machen, Mensch? Ich gehe. Ist mir gleich. Was soll ich denn hier können? Okay. Ich würde sagen, wir switchen jetzt aber wieder auf unsere andere Rüstung zurück. Die gefällt mir besser, muss ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle doch einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge vielleicht die Quest mit der Schlanghaarigen weitermachen. Ja, und dann schauen wir mal, vielleicht können wir schon in der nächsten Folge gegen Medusa kämpfen. Aber wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mir alles sehr, sehr gefallen und ansonsten, jo. Bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.